Nordkorea hat nach inoffiziellen Angaben aus Washington seine drei obersten Militärs von ihren Posten entfernt. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter, der nicht namentlich zitiert werden wollte, bestätigte den Vorgang und bezog sich dabei auf eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Als Grund für den Personalwechsel vermuten US-Regierungsvertreter Meinungsverschiedenheiten über den Kurs von Staatschef Kim Jong-un gegenüber Südkorea und den USA. Kim und US-Präsident Donald Trump wollen am 12. Juni in Singapur zu einem Gipfel zusammenkommen. US-Verteidigungsminister Jim Mattis sagte am Sonntag, der Druck auf Nordkorea werde erst dann gelockert, wenn das Land überprüfbar und unumkehrbar die atomare Abrüstung umsetzt.